So, und jetzt darf ich unseren ersten Redner ankündigen. Und zwar ist das der Buchautor, das ist der Buchautor. Ist das der Buchautor Zahid Khan? Zahid Khan ist ein von Gott inspirierter Mann. Und Zahid Khan hat mittlerweile eine lebendige Beziehung mit Gott aufgebaut. Und Zahid Khan hat seine Erfahrungen und Beobachtungen in mittlerweile 7 Büchern niedergeschrieben. Und er schreibt laufend weiter, zurzeit an seinem 8. Buch. Und sein Hauptgrundwerk, Gott offenbart sich der Menschheit als sichtbarer Gott, ist bereits in mehreren Sprachen übersetzt worden. Und seine neueste Buchveröffentlichung im eigenen Verlag, im Internet zu finden unter www.khanverlag.de, hat den Titel Der Weg zurück zu Gott, meinem Vater. Zahid Khans bisheriger Lebensweg bis heute war ein sehr aufopferungsvoller, mühsamer Weg für die Menschheit. In jungen Jahren bekam er von Gott bereits den Auftrag, gehe nach Westen, gehe nach Deutschland. Deutschland ist nun das gelobte Land. Und auf Deutschland und schließlich Europa kommen große Aufgaben zu, die dann weltumspannend werden. So, und jetzt will ich nicht weiter verraten, sondern er spricht jetzt selbst und begrüßen Sie mit mir ganz herzlich den Autor Zahid Khan. Er ist extra aus Frankfurt angereist. Hallo? Super. So, danke schön, meine Damen und Herren. Heute wir sprechen verschiedene Themen. Today we will talk different topic. Heute werden wir über verschiedene Themen sprechen. Of course, we're gonna talk about Corona. Wir sprechen natürlich auch über Corona. But we also talk what is the root of all the problems. Aber wir sprechen auch über die Wurzel aller Probleme. I'm a writer that we have forgotten our home. Ich habe geschrieben, dass wir unser Zuhause vergessen haben. Our way, how we can go back to God. Unseren Weg, wie wir zurück zu Gott kommen können. Otherwise, ansonsten, we always live in different sickness and panic. Werden wir immer in verschiedenen Krankheiten und auch in der Panik leben. First of all, I like to introduce. Und zuallererst möchte ich vorstellen. My book. Möchte ich mein Buch vorstellen. All this sickness. All die Krankheiten auf dieser Welt. All these worries. All die Sorgen, die wir haben in unserem Leben. And the fear. Und auch die Ängste, die wir haben. They are creating a different sickness in our body. Die erschaffen auch in unserem Körper verschiedene Krankheiten. The Corona is not a something new. Corona ist nichts Neues. This was always in human body. Sondern es war schon immer im menschlichen Körper. Question is, und die Frage ist aber, why human beings are sick?
warum die Menschen krank sind. We go a little bit back. Lasst uns etwas zurück in der Zeit gehen. Where we did not hear the real truth. In der Zeit, wo wir nicht der richtigen Wahrheit zugehört haben. Our first ancestor. Und zwar unser allererster Vorfahre. We call them Adam and Eve. Diese Vorfahren nennen wir Adam und Eva. God was guiding them. Gott hatte sie geführt. If they take the guidance of God. Und ob sie die Führung Gottes annehmen. They can have everlasting life. Und oder hätten sie diese Führung angenommen, dann hätten sie ewig währende Glückseligkeit gehabt. And if they don't take God guidance. Wenn sie aber Gottes Führung nicht annehmen. Then many things can go wrong in human life. Dann können auch viele Dinge im menschlichen Leben schief gehen. Und so ist es ja auch gekommen. So our first ancestor. Und so war es bei unseren ersten Vorfahren. They did not took the guidance of God. Sie haben die Führung Gottes nicht angenommen. And even today. Und selbst heute. We are living as a materialistic person. Leben wir als materialistische Person und in einer materialistischen Gesellschaft. And we do not want to become spiritual. Und wir wollen nicht spirituell werden oder geistig. And this is the root of every problem. Und das ist aber auch die Wurzel aller Probleme. God give us everything, Gott hat uns alles gegeben, what belongs to God. Und zwar alles, was auch Gott gehört hat. God give us body. Gott hat uns den Körper gegeben. God give us mind. Gott hat uns den Verstand gegeben. God give us consciousness. Gott hat uns das Bewusstsein gegeben. And God give us conscience. Und Gott gab uns auch das Gewissen. Heart, das Herz and spirit. Und auch den Geist. This is a beautiful universal freedom. Und das ist eine wunderschöne universelle Freiheit, die wir genießen. But we have misused. Aber die haben wir auch missbraucht. We took a choices. Wir haben gewählt. To become and live as a material person. Wir haben selber gewählt, als materielle Menschen oder als selbstsüchtige materielle Menschen auf dieser Erde zu leben. And the first sickness which began. Und die erste Krankheit, die daraus entstand, when God left mankind, als Gott die Menschheit verließ, war die erste Krankheit, die uns überkam, human being got a fear, dass die Menschen Angst bekamen, people got a worried, dass die Menschen Sorgen bekamen. And this two things, these two things, und diese zwei Dinge, is the reason which brought tension to our nerve system. Sind der Grund, warum wir Spannungen in unserem Nervensystem erleben. And because of the tension of these two sickness. Und wegen dieser Spannung dieser zwei Krankheiten, Ängste und Krankheit. Began the stress. Was? Stress. Began the stress. Erlebten wir dann Stress. Psychischen Stress. Und there began a different Corona. Und von dort kamen die verschiedenen Formen von Corona. So once again. Und noch einmal. Corona is not a something new sickness. Corona ist keine neue Krankheit. Jemand kann nicht Wasser geben? Okay. Wasser. Ja, Wasser. Mach weiter. Da. Ja, ich hoffe. Also, ich muss trinken. Corona is a one disease. Corona ist eine Krankheit, which mostly take place. Die meistens dann stattfindet.
when we are busy in this material world. Wenn wir in dieser materiellen Welt sehr beschäftigt sind. Corona not gonna end up today. Corona wird nicht heute enden. Corona never was end up in the past. Und Corona war auch noch nie vorbei in der Vergangenheit. And Corona not gonna end up in future. Und es wird auch nicht in der Zukunft enden. Corona always gonna take a new form. Sondern Corona wird immer eine neue Form annehmen. Maybe I explain you a little bit more. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen mehr darüber erklären. Corona is one tree. Corona ist ein Baum, which produces every year something new sickness. Der jedes Jahr eine neue Krankheit hervorbringt. But what God is saying, aber was Gott hier sagt, we don't pay attention. Dem geben wir kein Gehör. What God is saying, was Gott sagt, if you come from darkness into the light, wenn ihr von der Dunkelheit ins Licht kommt, and you take God's guidance, und ihr Gottes Führung annehmt, we will live healthy. Dann werden wir gesund für. We will have live 100 years. Dann werden wir gesund ohne irgendwelche Krankheiten 100 Jahre leben. Human being not gonna live with the fear. Und Menschen werden auch ohne Angst leben. These are the promises what God gives us. Und das sind all die Versprechen, die Gott uns gegeben hat. We are not coming back to God. Aber wir kommen nicht zurück zu Gott oder gehen nicht selber diesen Weg. We want to live in darkness. Sondern wir wollen weiterhin in der Dunkelheit leben. So we gonna carry every bad luck. Und deswegen tragen wir jedes Unglück und jeden Schmerz, den wir haben, mit uns. So who is responsible? Wer ist also dafür verantwortlich? We are the responsible for all what panic happening to us. Wir sind verantwortlich für all die Sachen und all die Paniken, die mit uns passieren. Now, und jetzt? We are talking and we are living in this time when Corona became a something very challenge for our society. Und wir sprechen und leben in dieser Zeit, wo Corona eine richtige Herausforderung für uns in dieser Gesellschaft wurde. God asking us. Die Regierung fragt uns danach. And they're making many reason that we should follow their constitution. Die Regierung fordert uns dazu auf, dass oder bittet uns, ihren Aufforderungen zu folgen. But this government don't follow any constitution and they're putting away in the name of Corona. Aber die Regierung selber folgt keinem Maßstäben der Grundgesetze und setzt ihre eigenen Gesetze außer Kraft. And this government is a panic government of Corona. Und das heißt, dass diese Regierung eine Panikregierung der Corona-Krise ist. They want to use Corona. Sie wollen Corona als to make people panic. Als Panikmittel benutzen. What happening in our society today? Was passiert heute in unserer Gesellschaft? People get so panic. Die Menschen werden so panisch, that people don't want to go to doctors. Dass die Menschen nicht zu dem Hausarzt oder zum Doktor wollen. People even hanging themselves. Menschen erhängen sich oder begehen Selbstmord. Our business going down. Und unsere Geschäfte und unsere Wirtschaft geht runter. Many small business has closed. Viele kleine Geschäfte haben schon geschlossen oder mussten schließen. Panic in the family. Es gab Panik in der Familie oder in Familien selber. And this government was telling us. Und das sagt uns die Regierung, we should not be panicked. Dass wir deswegen keine Panik haben sollen. But they are doing everything to make us panic. Aber alles, was sie tun, macht Panik. Now they were telling us, und jetzt sagen sie uns, we should take this mask
We should take this mask, dass wir diese Masken anziehen sollen, because this mask protecting us. Weil diese Masken uns schützen. But Professor Harari, Professor Harari zum Beispiel, America scientist, ein amerikanischer Wissenschaftler, and even Berlin many doctors make a conference. Und auch in Berlin viele Doktoranden machten eine Konferenz. That this mask is not helping us. Und sie kamen zu dem Schluss, dass die Masken uns nicht helfen. This other way around. Und auf andererseits. This mask make us sick. Machen uns diese Masken noch kranker. So. And same time they tell us. Und gleichzeitig sagen sie uns auch, that this mask doesn't help to protect Corona. Dass uns diese Masken nicht vor Corona schützen, diese Wissenschaftler. The question is why we are taking this mask. Und jetzt ist die Frage, warum ziehen wir dann diese Masken auf? This government has their own reason. Die Regierung hat ihre eigenen Gründe. They say you have to use this mask. Eh? Sie sagen, wir müssen diese Maske nutzen. So you can protect other people. Damit wir andere Menschen schützen können. And the other people, they are saying same thing. Und die anderen Menschen sagen das Gleiche. It means, das heißt, this is a dirty way everybody have to take the mask. Das ist ein hinterlistiger Trick, damit jeder die Maske anziehen muss. So, so first they are telling you, das heißt, zuallererst einmal sagen sie euch, that this mask is you protecting other people. Dass ihr mit dieser Maske andere Leute schützt. And then they're going to other people. Und dann gehen diese anderen Leute zu anderen Menschen. And using same method. Und geben das so mit der gleichen Methode weiter. And that's the way they wanna keep panic that we use. How long we gonna use this mask? Und das ist so, nutzen sie es, dass wir alle die Maske aufziehen. Aber wie lange werden wir diese Maske nutzen müssen? Now let's example. I give you one example. Ich gebe euch hier ein Beispiel. This mask is one training for you. Diese Maske ist wie eine Art Training für uns. Even if not helping us. Das, egal, ob sie uns helfen oder nicht. Let's say in 6 months you get a vaccine of Corona. Lass mal annehmen, wir haben in 6 Monaten den Impfstoff für Corona. Then they will say, oh, you don't want to take a mask, go and take a injection. Dann wird die Regierung euch sagen, na gut, wenn ihr keine Maske anziehen wollt, dann müsst ihr euch impfen lassen. Everybody gonna run. Und jeder wird sich natürlich dagegen impfen. Give me first. Und sagen, impf mich zuerst. Mask. Give me injection. Gib mir diese Spritze. Now question is. Und die Frage ist aber. Who getting benefit from this vaccine? Wer erhält den Vorteil aus diesem Impfstoff? This biggest firm of medicines, yeah? Die größte medizinische Firma, die dort tätig ist. They are making a business. Die machen ein Geschäftsmodell daraus. And who getting the spende? Und durch wen werden sie finanziert? No, who get the spende? Oder wer bekommt das Spendengeld davon? Die CDU. And the CSU. Die CDU und die CSU. They gonna get a big spende. Die erhalten eine große Spende. And that's the way this political government want continue many years that we should live in this panic. Und so wird die Regierung weitermachen für viele Jahre, dass wir weiterhin in dieser Panik leben. People are tired. Die Menschen sind müde. We have a next year election. Wir haben zum Beispiel nächstes Jahr Wahlen. But what is government gonna do? Aber was die Regierung macht? This is my guess. Das ist jetzt meine Vermutung. The name of Corona Panic. Im Namen der Corona Panik oder der Corona Pandemie. They're not gonna make an election. Werden sie keine Wahlen abhalten? That's my guess. Das ist meine Vermutung. I see like this. Und ich sehe das so. The name of Corona Panic. Im Namen der Corona Panik. This Frau Merkel
and the CDU and CSU. Wird Frau Merkel, die CDU und die CSU, they wanna leave their government in future 3 or 4 years. Dass sie ihre Regierung für weitere 3 oder 4 Jahre erhalten möchten. So I wanna tell you, und ich möchte euch hier sagen, please stand strong that new election take place. Bitte steht stark, dass eine neue Wahl abgehalten werden kann. And this government, da, weil diese Regierung, who throwing every constitution away, die jede, alle Werte unserer Grundgesetze wegwerfen, in the name of Corona, im Namen von Corona, should go home, dass sie zurück nach Hause gehen sollen. And you still have opportunity. Und ihr habt immer noch diese Möglichkeit. But let's say next year, aber lasst uns mal annehmen, nächstes Jahr, if no election take place, wenn keine Wahl stattfinden sollte, then they wanna take our right away, dann nehmen sie uns damit das Recht, in the name of Corona, nehmen sie uns dieses Grundrecht im Namen von Corona, wählen zu gehen. It mean, das heißt, they are misusing this Corona, dass sie Corona dafür missbrauchen, to hold their power, um selber an der Macht zu bleiben, selber die Regierung immer noch zu stellen. And throwing the constitution away someplace in the cupboard. Und dafür werfen sie das Grundgesetz in irgendeine Schublade und beachten es nicht. This should not happen. Aber das darf nicht passieren. Otherwise, ansonsten, which direction our future is, in welche Richtung unsere Zukunft führt, our red shop gonna go down, dadurch wird unsere Ökonomie runtergehen, our education system is going down, unsere Bildung wird runtergehen, runterfahren, and we are going in one direction like a DDR, und wir schlagen eine Richtung ein, genauso wie die DDR. We don't want to go back. Wir möchten selber, wir wollen da nicht wieder hin. That's why everybody is a responsibility. Und deswegen hat jeder selber die Verantwortung. We come together and make many Kundgebungen. Dass wir zusammenkommen und viele Kundgebungen abhalten. And we should say very loud. Und wir sollten sehr laut sagen, that we're not gonna let this government misuse Corona, dass wir die Regierung die Corona-Pandemie nicht als Ausrede dafür nutzen lassen. Because when this is not a medical problem, um zum Beispiel keine Wahlen abzuhalten, weil wenn das kein medizinisches Problem ist, then they want to misuse this Corona sickness. Dann missbrauchen sie diese Corona-Krankheit als for their politic advantage, für ihre politischen Vorteile. And we say no. Und dazu sagen wir nein. Genug ist genug. Genug ist genug. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, what you gonna do? Was macht ihr? If in future, wenn in der Zukunft, what I heard on, und das ist das, was ich gehört habe. If people are panic, wenn Menschen Panik haben, and people don't want to go doctor, und die Menschen nicht zum Arzt gehen wollen, and people hanging themselves, und Menschen deswegen Selbstmord begehen, because Wirtschaft is going down for them, weil zum Beispiel die in den finanziellen Ruin getrieben werden, weil die Wirtschaft auch runterfährt. About three months ago, this government said to us, zum Beispiel hat die Regierung vor zwei, drei Monaten zu uns gesagt, you have to keep Abstand, dass wir die Abstandsregeln einhalten sollen. How you can go restaurant, wie wir in die Restaurants gehen müssen. How you can walk, wie wir laufen. Okay, we follow. Ja, und diesen Anweisungen sind wir alle gefolgt. And now they are saying everything forget, we're gonna make it totally lockdown again. Und jetzt sagen sie, vergesst alles, wir schalten jetzt in den totalen Lockdown ein. All these business people who are fighting to survive, all diese Geschäftsmenschen, die dafür kämpfen, um zu überleben. And now it's totally lockdown.
All diese Menschen haben gekämpft, um zu überleben und geschafft, aber jetzt haben wir wieder einen Lockdown. Totally Lockdown. Ein Total. How these people gonna survive? That's a question. Wie werden diese Menschen, deren Geschäfte, die keinen Umsatz mehr machen, wie werden die das überleben? So this panic government. Und deswegen hat diese Panikregierung. They don't know what they are talking. Sie wissen nicht, worüber sie reden. Every month they are changing about panic Corona. Jeden Monat haben sie eine andere Meinung, um wieder neue Panik zu schüren. And now we even cannot go to court. Und wir können jetzt nicht mal vor Gericht gehen. Because court is not functioning. Weil das Gericht nicht funktioniert. In Berlin there were many doctors came together. In Berlin kamen viele Doktoren zusammen. And they say we can prove. Und sie sagten, wir können beweisen, that there is no Corona panic actually. Dass es keine Corona Panik gibt oder Corona gibt. But where they should go? Aber wo sollen sie hingehen? Because our court is not functioning. Denn unser Gerichtssystem funktioniert zurzeit nicht. Police doing what government is asking actually. Die Polizei macht das, zu was die Regierung auffordert. So where we gonna get our justice? Das heißt, woher werden wir also unsere Gerechtigkeit erhalten? These all doctors who say we want to prove. All diese Doktoren, die gesagt haben, wir wollen beweisen. They cannot go in the process of court. Dass das keine richtige Panikkrankheit ist. Die können nicht vor Gericht gehen. They are taking our right one by one actually. Sie nehmen Stück für Stück unsere Gesetze, oder die Grundlage unserer Gesetze weg. And this government was saying to before us. Und das sagte auch die Regierung schon davor zu uns. Don't be panic. Dass wir keine Panik haben sollen. But look like the panic is the only weapon for this government actually. Aber es sieht so aus, nach ihren Handlungsweisen, dass die Panikmache das Einzige ist, was die Regierung nutzt. What I want to tell you in the end. Was ich hier am Ende noch sagen möchte. We are living a modern technology world. Wir leben in einer Welt der modernen Technologie. We have everything. Wir haben alles. But sometimes you thought, aber haben Sie einmal darüber nachgedacht? We still have no peace. Dass wir immer noch keinen Frieden gefunden haben. We are still, our family system is destroying actually. Unsere Familien zerstören sich selber. We are looking at true happiness. Wir suchen nach wahrer Glückseligkeit im Leben. But we don't have. Aber die finden wir nicht. Did you ask yourself? Haben Sie sich einmal selber gefragt? What went wrong in our society? Was ist in unserer Gesellschaft schiefgelaufen? So the answer is. Und die Antwort dafür ist. I'm a God-inspired man. Ich bin ein gottinspirierter Mann. I wrote a certain books. Ich habe bestimmt ein paar Bücher geschrieben. And my new book is. Und mein neues Buch heißt. How we can find our everlasting spiritual happiness. Wie können wir unsere immerwährende geistige Glückseligkeit finden? It means. Das heißt. We don't have to be religious. Wir müssen nicht religiös sein. Today, 21st century, God asking to become spiritual. Denn Gott sagt nicht, dass wir religiös werden müssen, sondern er fragt danach, dass wir spirituell oder geistig werden, heute im 21. Jahrhundert. God is ready to help us even today. Gott ist auch bereit, uns heute noch zu helfen. Follow God. Folgt Gott. Our darkness will be gone. Und dann wird unsere Dunkelheit auch von uns verschwinden. We're gonna have a living relationship with God. Dann werden wir eine lebendige Beziehung mit Gott haben. It means. Und das heißt. This was the purpose of human life. Dass das der Sinn des menschlichen Lebens ist. This book is here. Diese Bücher sind hier. I'm also giving a seminar. Ich gebe auch Seminare darüber. Please come back home, actually. Bitte kommt nach Hause zurück. Otherwise, this Corona gonna be continue. Ansonsten wird auch diese Corona-Krise weiter vorangehen. Bad luck will be continue. Unglück wird weitergehen. There will be no happiness. Und es wird keine Glückseligkeit mehr geben. We will live
in fear and worries. Wir werden weiterhin in Ängsten und Paniken leben. This is not the world which God asking us. Aber das ist nicht die Welt, nach der Gott uns fragt. So I invite you, let come back home. Und deswegen lade ich Sie ein, lasst uns zurück nach Hause kommen. If you have some question, you can ask me. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mir selber diese Fragen stellen. And after I gonna give today one day seminar. Und danach werde ich für einen Tag ein Seminar geben. God never forget human beings. Gott vergisst nie die Menschen. And I invite you that we should live healthy. Und ich lade Sie dazu ein, dass wir gesund leben sollten. And without the fear of death. Und ohne die Angst vor dem Tod. And end of this evil world. Und am Ende dieser bösen Welt. And let's begin the new world. Oder dass wir diese böse Welt beenden müssen und die neue Welt anfangen. God bless you and thank you so much. Gott segne euch und danke sehr fürs Zuhören. And somebody have questions? Und wenn jemand Fragen hat, I'm ready to give them. Dann bin ich bereit, dafür auch Antwort zu stellen. Dankeschön. Dankeschön.